Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn. Ich begrüße ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 541. Eichkugelwanderung am Montag, dem 13. September 2021. Sie sehen, ich bin nicht am Eichkugel, sondern ich stehe nach wie vor in der Stadt Gelsenkirchen, abermals vor einem Juwel des Backstein-Expressionismus, diesmal allerdings nicht von Alfred Fischer, sondern von Josef Franke. Franke war ein echtes Kind des Ruhrgebietes. Er ist hier drüben in Wattenscheid, ein paar hundert Meter von hier, geboren. Wattenscheid war damals ja noch eine eigenständige Stadt. Heute ist es ein Stadtteil von Bochum. Und gestorben ist er 1944 hier in der Stadt Gelsenkirchen. Franke war sozusagen der Gegenspieler von Fischer, vielleicht auch das Pendant oder der Antipode. Ja, also dieser Bau ist 1927 bis 1929 errichtet worden für eine Gemeinde von polnischen Bergleuten, die waren natürlich katholisch, und denen sollte natürlich auch gezeigt werden, dass die Kirche allgegenwärtig ist und die Arbeitswelt durchdringt. Darum hat man oder hat Franke als Cantus Firmus für diesen Bau gewählt, eine Parabel. Diese Parabel symbolisiert den Streb, so nennt man die Konstruktion, mit der Flöz gesichert wird, das Terrain gesichert wird, der Berg gesichert wird, wie man im Ruhrgebiet, wie man im Bergbau sagt. So wird der Stollen gesichert, damit man den Flöz, den Kohleflöz, abbauen kann. Alle Tore, Torbögen, die Deckenkonstruktionen, alle Elemente sind dieser Parabel entnommen. Hier sehen Sie die 12 Aposteln, auf dieser Seite 6, auf dieser Seite 6. Der eine hat eine kleine Macke, wir haben nicht herausgefunden, ob das jetzt ein kriegsbedingte Beschädigung oder vielleicht doch die Darstellung des Judas war. Wäre ganz interessant, das zu wissen. Und hier oben haben Sie ein Relief, aus ein sehr, sehr drastisch gestaltetes Relief aus Backsteinen, aus Ziegeln, Christus darstellend. Ja, dieser Bau war bis 2007 als Kirche genutzt. Dann ist er profanisiert worden und hätte eigentlich verfallen sollen, abgerissen werden, die Kirche konnte es nicht mehr halten. Gott sei Dank hat dann die Stadt Gelsenkirchen gesagt, wir brauchen einen Raum, den wir vielfältig nutzen können. Und heute ist es am Weg dazu, einer der schönsten Konzertsäle des Ruhrgebietes zu werden. Es bietet 800 Konzertbesuchern Platz, es ist ein wunderschönes Podium, die Akustik ist phänomenal. Und wenn ich jetzt 14 Jahre nach meinem Abschied als Generalmusikdirektor dieser Stadt hierher zurückkomme, dann kann ich mir nur wünschen, auch hier konzertieren zu können. Und ich freue mich, dass mein ehemaliges Orchester, die neue Philharmonie Westfalen, auch in diesem wunderschönen Raum eines ihrer Zuhause bekommen wird und auch haben wird für die Menschen, die hier Konzerte hören, für die Menschen, die hier Musikfreunde sind und werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude mit dem Backstein-Expressionismus des Ruhrgebiets, mit Fischer und auch Josef Franke.